Soweit sind wir jetzt einmal mit dem Haus, mit dem Verkleben. Da habe ich noch mal was nachmachen müssen, weil ich, Dummerchen, das eben verkehrt verklebt gehabt habe. Jetzt habe ich das noch einmal heruntergetrennt und wieder ein frisch raufgegeben. Was ihr sehen könnt, ist auch schon der Dachbalken oben. Das ist okay, dass der in dieser Tiefe ist. Meine Vorlage hat nämlich eben links und rechts so eine erhöhte kleine Mauer, wobei auf der Seite dann da die Rauchfänge rauskommen. Oder der Rauchfang unten, nehme ich einmal an, wird innen ein offener Kamin sein. Ja, jetzt habe ich da diesen Mittel- oder obersten Balken. Und jetzt machen wir natürlich, möchte ich da jetzt noch weitere Balken hinzufügen. Das Dach haben wir auch schon ausgeschnitten, was dann drauf kommt. Ja, und eben diese Holz für die Dachlatten. Na, da war beim Hofer, glaube ich, war das einmal Aldi in Deutschland im Abverkauf. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben, jedenfalls nicht viel. Diese hölzernen Messer. Ja, da schneide ich einfach da weg und da auch die Spitze ungefähr weg. Und dann schneide ich da einfach eben Holzstreifen heraus, die ich dann eben als Balken da oben verwenden werde. So nutzt man auch sowas. Man kann es natürlich auch beim Grillfest verwenden, aber ich habe es jetzt einmal zu meinen Bastelsachen hinzugefügt, um eben, zuerst habe ich nicht gewusst, was ich draus machen. Ich habe nur gedacht, ja, irgendwann wäre ich schon irgendwie drauf gekommen, für was ich das brauche. Jetzt weiß ich, ich mache Dachbalken daraus. Lasten, wie mache ich es? Naja, ich nehme es ein Stück her, gebe Kleber drauf an der einen Seite und auf der anderen Seite und setze das dann eben je ab auf den so halbwegs den gleichen Abstand. Und wie ihr sehen könnt, das haltet wirklich von Anfang an so, also es rutscht nicht runter. Der Kleber ist wirklich bis jetzt da, will mich da nicht verschreien, einmal recht gut, muss ich sagen, weil er eben wirklich sofort klebt, nicht das Ganze nicht wieder wegrutscht und ganz offensichtlich eben auch das Styrodur nicht angreift. Aber wir haben jetzt einmal grundlegend den Dachstuhl drauf, ja. Jetzt da müssen wir noch warten, bis das eben schon getrocknet ist. Ja. Und dann kann man schon die Unterplatte raufstellen. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter mit unserem Häuschen. Ja, ist natürlich jetzt da Feinarbeit mit diesen Stöckchen. Und mit der Pinzette, dann muss man ein bisschen nachschieben, dann fliegt wieder mal eins runter. Ja, der Dachstuhl ist fertig, er hält. Also der Kleber, den ich mir da besorgt habe, der ist wirklich gut. Er braucht zwar auch ein bisschen zum Trocknen, aber trotzdem hält es sofort. Also ist es kaum weggerutscht, diese Stäbchen. Kann ich nur empfehlen, also ich habe ihn mir selber gekauft, das ist jetzt nur einfach eine Empfehlung, weil ich finde, bis jetzt einmal bin ich sehr zufrieden mit diesem Perfect Ideas Bastelkleber. Es haltet wirklich bombenfest. Was ich jetzt da bei die noch machen muss, ist, dass ich die was ein bisschen zu lang sind, ein bisschen kürze. So dass die gleich überall lang sind. Ja, das passt. Da geht auch noch ein Stück weg. Das mache ich jetzt mit dem Seitenschneider. Passt. Gut. Mal da. Der ein bisschen zu lang noch.
passt. Die passen alle. Gut. Als nächstes kommt dann jetzt eben diese Dachunterkonstruktion einmal drauf. Von allen, alle drei Seiten. Und jetzt da drauf kleben. Und ja, und dann ja, wir haben die Fenster noch einzusetzen. Da gehört noch ein schmaler Streifen drauf, überall. Laut meinem Vorbildhaus, was ich mir genommen habe. Und ja, dann können wir auch schon die Fenster einsetzen, Türen einsetzen. Und dann auch schon beginnen mit der Steinstruktur eben diese zu machen. Also wir machen jetzt einmal diese Flächen aufs Dach hinauf, damit wir dann eine Fläche haben, wo wir die Schindeln raufgeben können. Ja, da haben wir mir auch schon schlau gemacht. Mal schauen, ob die Idee, was ich mir da vorstelle, dann so funktioniert, wie ich das mir haben möchte. Jetzt machen wir mal da, wobei ich vielleicht zuerst einmal da die unteren Teile des Dachstuhls einmal mit einer braunen Farbe anmalen werde, damit ich dann, oder naja, andererseits, ja, glaube ich, werde das so machen, dass ich zuerst einmal da den unteren Teil braun anmale. Dazu nehmen wir uns dann was haben wir da für braun? Monsterbraun. Na, dankeschön. Weiß nicht, gefällt mir nicht so, die Farbe. Wir haben ja da einiges an Farben. So. Alles selbst gekauft. So. Und da schauen wir uns Oakbraun, ja? Eichenbraun, das klingt recht gut. Dann müssen wir wieder ein Kügelchen reintun. Das heißt, wir tun nochmal das da runter. Die Kügelchen habe ich da. Rein. Da habe ich noch keine Pinsel, also stecke ich das da hinten rein. Dann kommt das da wieder rauf. Dann machen wir das Ganze zu. Ja, dann schauen wir, dass wir das jetzt gut durchschütteln, damit die Pigmente richtig sich aufteilen. Ja, was wir dazu brauchen, ist auch Fläche zum Farbe aufgeben. Jo, haben wir einen Tisch gebaut, aber der ist schon wieder zu klein. So, gut. Das sollen wir nass machen. Das werden wir auch nass machen. Das ist der den Pinsel halten, das. Das heißt, wir machen jetzt das einmal nass, dann kommt so ein Sheet drauf, weil dann kann man die Farbe auch länger verwenden. Das ist jetzt der nächste Schritt, also wir machen dieses Schaumgummi da jetzt nass. Der nasse Schaumgummi ist da drauf.
passt. Das ist jetzt natürlich auch größer geworden. So, das gehört dann rauf, hat es geheißen. Und fest auf das Nass gedrückt. Gut. So, jetzt werden wir da mal probieren, schauen. Passt. Wenn man nicht so viel rauf, die Farben sind recht ergiebig, muss ich sagen. Ja, dann nehmen wir mal den da. Und dann fangen wir an. Wie ihr sehen könnt, diese unteren zu malen. Ich nehme aber jetzt den da, weil da habe ich den Kleber, die sind noch die Kleber drin, die Versteifung, die man hat beim Kaufen, die sind nämlich schon ohne. Passt. Gut, das ist einmal die Unterkonstruktion. Die machen wir jetzt einmal so. Also ihr seht, ich färble das jetzt da schön, die Unterkonstruktion einmal an. Wo sie drüber steht, wo man sie dann sehen wird, passt. Dann werde ich dort auch noch was reingeben, ja, damit das auch dazu ist. Da muss ich mir dann auch noch was überlegen. Ja. So schaut es jetzt aus mit einmal der Fläche drauf. Ja. Wir werden da noch eine Stückchen dazu tun. Und naja, so schaut es dann unterhalb aus. Ja. Da kommen noch Streifen drauf. Auch da. Und ja, das machen wir als nächstes, glaube ich. Und dann gebe ich mal drüber über die Schindeln. Sollen ja Steinschindeln sein. So wie das Originalhaus eben Steinschindeln hat. Da sehe ich gerade, okay, das ist auch jetzt abgebrochen. Gut, das müssen wir noch einmal kleben. Das werden wir auch noch machen. Das mache ich dann mit einer ganz feinen, jetzt sieht man das, einer ganz feinen Papier, dass das dann wieder zusammenhält. Das müssen wir auch noch machen, ja. Aber das werden wir schon hinkriegen. Die ganzen Fenster haben wir jetzt da, ups, mit hinten mit einer, ne, so sieht man es eh schön, einer Scheibe sozusagen versehen. Da könnt ihr einfach eben irgendein Verpackungsplastik durchsichtiges nehmen. Ja, und die werden wir jetzt einsetzen. Wir werden da vorne beginnen. Ich würde sagen, dass wir mal die Tür da mal einsetzen. Dazu brauchen wir ein bisschen einen Kleber. Der Kleber ist sehr gut, den ich da habe für solche Arbeiten, auch wegen Styrodur. Kein Problem, zerfrisst nichts. Und das ist das, was ich am wichtigsten war jetzt bei dem Kleberkauf. Da tun wir einfach wieder mit diesen speziellen vorgesehenen Pinsel ein bisschen ein. Die Ränder ein, mit Kleber einstreichen. Gut. Und dann setzen wir das Ganze ein. Passt. So, dann schaut das so aus. Gut, ich werde jetzt da das nicht
einmal alles fertig machen, dann zeige ich euch das Fertige. Ja, so schaut es jetzt einmal aus mit den ganzen Türen und Fenstern. Alles ist jetzt einmal drinnen. Ja, der nächste Schritt wird jetzt sein, da kommt jetzt noch einmal so eine Zierwand dazu, laut der Vorlage, was ich eben verwende. Ja. Das waren jetzt Feinarbeiten. Wie ihr sehen könnt, habe ich da hinzugefügt, plus auf der Seite natürlich auch noch so. Also das Originalgebäude hat nämlich auch da nochmal so, wie soll ich sagen, so eine Mauer kleine. Was ich auch noch machen musste, weil ich das von Verkleben diesen Weißen vergessen habe, ich musste da diese innen zwischen die Balken füllen. Das war jetzt auch eine kleine Kleinarbeit, eben aus Styrodur dann immer die genaue Größe auszuschneiden und dann hineinzufügen, damit da einmal so halbwegs dicht ist, damit das Licht, wo wir da Licht einbauen, vielleicht auch da oben nicht zu stark durchgeht.